Guten Abend, also schönen Abend. Es ist heute Sonntag, 8. Dezember und es ist jetzt 23.14 Uhr. Einen schönen zweiten Advent. Denn noch ist ja nicht Mitternacht. Und ja, wie man sieht, war ich gerade vorher duschen. Ich habe mir meinen Pyjama auch schon angezogen. Die My Little Pony Pyjama-Hose, was ich von meiner Freundin gekriegt habe, und mein König der Löwen Walk on the Wild Side Simba-T-Shirt. Und ja, ich werde mich jetzt gleich nochmal um meine Haare kümmern, was trinken und ja, dann aber bald gleich schlafen gehen, denn morgen ist für mich ein richtig aufregender Tag und ich bin heute schon so aufgeregt und freue mich voll. Denn ihr habt ja in meinem letzten Vlog erfahren, denn verlinke ich da oben irgendwo beim i. Und da wisst ihr ja, da habe ich auch ja gesagt, dass ich ja jetzt Hunde sitten tue, also dass da ja eine Frau gekommen ist mit ihrem Hund. Und den Hund habe ich morgen zum Aufpassen. Und ich freue mich voll, ich bin voll aufgeregt und darum habe ich jetzt einen speziellen Platz gemacht und zwar habe ich jetzt da das kleine komische Regal, was da gestanden ist, da hinten hingestellt und habe da jetzt aus Decken und Zeug so ein, ist echt verdammt weich geworden, Hundebett sozusagen gemacht. Heute war eigentlich nicht so viel los, denn wir waren um circa ja, 10:45 oder 11:30 sowas bei meinem Opa. Und sind dort bis 3 oder so geblieben. Dann sind wir am Home gefahren, also daher. Da habe ich nachher gleich angefangen, das mit den Decken zu machen und so. Und eigentlich wollte ich das erst morgen in der Früh herrichten, damit es halt heute nicht schon da liegt. Aber ja, da ich das so machen wollte, wollte ich es dann halt einfach jetzt schon liegen lassen. Und die Rollo habt ihr übrigens wahrscheinlich gesehen, dass die ein Stück weiter oben ist und jetzt nicht ganz unten ist. Aber die werde ich dann morgen in der Früh ganz aufkurbeln, weil, ja, keine Ahnung, irgendwie will, dass jeder sieht, wenn er unten vorbeigeht oder so. Oder mal da aufschaut, dass da so ein Hund sitzt. Und morgen in der Früh, wenn ich sie dann habe, bringe ich um kurz vor 7:30 meine Schwester in die Schule mit dem Hund sozusagen. Also ich nehme den Hund mit. Und weil ich muss sowieso noch in die Stadt, weil ich will zwar Näpfe kaufen für Futter und Wasser. Vor allem, wenn ich öfter auf die Leonie aufpasse, kriegt sie Mittag immer was zum Essen, hat mir ihr Besitzerin das letzte Mal gesagt. Und dann ja, hat sie eben auch Napf fürs Futter und eins fürs Wasser. Aber generell haben sie dann egal welcher Hund, überhaupt einen Napf fürs Wasser. Oder einen richtigen Hundenapf. Und wir müssen nicht immer da eine Schüssel von uns nehmen oder so. Good morning. Heute ist Montag, 9. Dezember, es ist jetzt 6.31 Uhr. Ich bin um 0.19 Uhr oder so ins Bett gegangen. Also bin dann eingeschlafen, bin dann aufgewacht und habe mir so gedacht, ja, wird es doch nicht mehr so lange dauern, bis mein Wecker läutet. Schau dann mal so auf die Uhr am Handy, denke mir so, was, 2:45 Uhr, will ich mich verarschen, so früh. Da habe ich tatsächlich gleich fast 2 Stunden oder so geschlafen. Ja, jetzt werde ich, also ich werde jetzt mal mein Pyjama anlassen, wenn sie meinen Hund, also wenn sie leidet und einen Hund bringt. Und sobald sie dann weg ist und ich mit dem Hund eingegangen bin, werde ich mich anziehen. Weil ich muss ja jetzt noch, jetzt filme ich gerade mit der Kamera, wo ich rede. Dann muss ich die Decke nur aufs Bett auflegen und so. Und ja, das ist halt schon ein bisschen Arbeit. Aber danach habe ich Zeit, mich anzuziehen in Ruhe. Und ja, in einer Viertelstunde kommt sie und ich freue mich schon voll. Und ich habe mir überlegt, das Einzige, was ich dem Hund kaufen werde, ist vielleicht ein Leuchthalsbandel. Was ich dann immer tue, wenn ich um die Uhrzeit, so wie jetzt, so um 7 Uhr oder so, mit ihr ausgehe, weil es ja im Winter immer noch um die Zeit dunkel ist. Und dann sieht man sie wenigstens, also das ist das Einzige, was ich überlegt habe, als Halsband ihr zu kaufen. Aber das kommt bei aller Oma um ihren Hals, wenn man eben um die Zeit ausgehen. Mehr aber nicht
Weil das ist ja nicht mein Hund, da würde ich nichts anderes kaufen. Jetzt werde ich mal kurz mit euch schnell meinen Kalender aufmachen und dann die Decke gleich herlegen und so. Denn die Zeit geht natürlich schneller vorbei und jetzt ist schon 33. Das dauert immer so lange. Heute ist der 9. Können wir mal schauen. Da ist er. Also ich mache ja ganz selten Kalender mit euch auf, aber ja, heute haben wir wieder Lust. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me. So, sie ist jetzt weg, also die Besitzerin schon vor ein paar Minuten und tada, oh fein, tada, die kleine Leonie ist da. Naja, so klein ist sie auch nicht, aber ja, sie ist schon 13, sie ist brav. Also Leckerlis habe ich da, Futter halt für Mittag und was sie mal eben noch gegeben hat, das ist ein Maulkorb mit und zwar Leinen. Und je nach welchem mir lieber ist, in dem Borde mal mit, wenn ich unterwegs dann bin, dann kann ich schauen und dann kann ich mal wechseln. Je nachdem. Aber ich merke das ja, wie brav sie in welcher Leine ist. Und dann werde ich das entweder mal so oder mal so. Jo, fein, gell? Und sie mag das. Sie ist auch schon auf dem Boden auf dem Bett drin geguckt. Aber ich glaube, sie mag es eher mehr, wenn sie neben uns sitzt. Aber ich werde mir mal wieder da unten auf die hocken, also ja. Jetzt werde ich mir mal anziehen, denn es ist schon 10 vor 7. Weil ich mir jetzt da gerade die Rollo. Okay, die werde ich nachher, wenn ich mir anzogen habe, aufziehen. Ja. Warte mal, wie sie da liegt. Oh, sind nicht süß. Und ich werde mir die probieren, ein bisschen in den Hundepark. Und da ist mir die Leine, die sie da gerade hat, weil ich habe eine Flexileine und so eine Führleine. Und ich werde jetzt vorher die Flexileine oben lassen und dann werde ich schauen, wie das funktioniert. Aber ich werde die andere auch mitnehmen. Das ist doch gerade selber. Ja, also A. Und dann werde ich schauen, wie es für mich am feinsten ist. Und dann werde ich, wenn es mit Born gut geht, werde ich abwechseln. Im Hundepark, wenn keine Hunde sein, ist die Flexileine eventuell sogar feiner, weil sie ein bisschen mehr Auslauf hat und kann sie dran lassen. Ansonsten, ja, werde ich einfach die andere, oder wenn keine Hunde sind, werde ich es mal probieren abzuhängen vielleicht oder so. Aber im Hundepark, wenn man allein sein, geht's eh. So, wir ziehen uns jetzt an, weil wir bald gehen. Und ich habe einfache Schuhe an, die man einfach so, in die man einfach einschlüpfen kann, was am feinsten gerade ist. Während ich dann weg bin, werde ich die Kamera nochmal dran stecken. Und jetzt hat sie sich so drauf und ihr seht einen Sabberfleck, sie hat auf mein Bett gesabbert. Ja. Aber das tun wir dann einfach zu wäsch, gell? Das stört nicht. Das stört mich nicht. Meine Schwester ist auch schon da. Es ist mir wurscht. Da kann ruhig alles sabbern. Nein, nein. Na, so ganz mag ich es eigentlich nicht, aber es ist mir gerade echt wurscht, wenn sie auf ist, aber bitte, da wäre der letzte Mensch auf Erden, der einen Hund zusammenschimpft, nur weil er sabbert. Es sind halt Hunde, Hunde sabbern halt, mei. Das ist so wie, wenn mein Gewand, wenn ich Hunde am Gewand oder so habe, das stört mich auch nicht. Und wieso? Weil es halt so ist. Und wenn man halt einmal sich dazu entschließt, so wie jetzt zum Beispiel auf einen Hund aufzupassen, dann muss man sich halt dran gewöhnen. Und dann muss man das halt akzeptieren. Oder wenn man zum Beispiel einem Tierheim geht oder keine Ahnung, bei Freunden ist so das, bei Freunden, bei eigenen Haustiere hat, nachher muss man das halt akzeptieren. Ja, fein! Aber wir gehen jetzt gleich, also ich werde jetzt das Schüttel da anlegen und nachher come on! Okay, ich bin gerade mit ihr in den Hundepark. Zum Glück sind jetzt keine ein bisschen Ringe an, weil mein Handy nass wird. Es sind zum Glück gerade keine Hunde da, also habe ich sie halt abgehängt, weißt du Gott. Und ja, es ist vorher gerade ein kleiner Hund vorbeigegangen, die hat das so ausgeschrieben, es wird sie einer gehen, da habe ich sie aber wieder angehängt, weil sie nicht mit Hunde verträglich ist. Also schaue ich da schon, aber wenn keine Hunde da sind, warum soll ich sie dann angehängt lassen? Das ist ja unfair gegenüber sie und so kann sie sich jetzt bewegen, frei und ich habe auch schon mal einen Maulkorb gebraucht, weil ich mit dem Bus gefahren bin.
Sie lasten schon oben, aber sie mag sie unbedingt. Also sie probiert ein Ohr zu tun, aber sie ist ja schon gewohnt, was ich mitgekriegt habe. Weil sie sagen, auch ich tun auch Last halt auch nicht ganz gern, aber ja. Ich mag es eigentlich auch nicht, wenn ein Hund einen Maulkorb. Achso, es ist nicht vorbei. Aber das geht wieder hinter dir. Ich mag es eigentlich nicht gerne, einen Hund im Maulkorb tragen müssen, weil ich finde das eigentlich so scheußlich, aber ja, was soll's. Leider kann man nichts ändern, und im Bus braucht es halt einfach einen Maulkorb. Ah ja, und das habe ich vergessen zu sagen, ich habe ja die Flexileine. Ich habe aber auch nur eher andere Leine, also die Führleine, das habe ich ja vorher gesagt. Und ich habe die Führleine auch noch mit, also ja, aber mit der Flexileine hat es eigentlich bis jetzt super funktioniert, sie ist super brav, sie zieht nicht einmal viel dran. Also sie folgt eigentlich voll gut aufs Wort, wenn ich, manchmal bleibe ich stehen und sage dann hier, und dann kommt sie her. Und ja, sie macht Sitz, sie macht Platz, sie folgt voll gut, sie voll brav ist sie. Und ja, also ich denke, ich werde jetzt wahrscheinlich, wenn ich sie öfter mitkriege, wahrscheinlich öfter benutzen, weil es einfach fein ist, weil sie ist eh voll brav. Aber ja, mal schauen, wenn es mal zu blöd wird, werde ich einfach Leine tauschen. Deshalb habe ich die andere auch mit. Und ja, jetzt muss ich gerade ein bisschen auf sie achten, weil sie im Zaun ist und schon jetzt da Loch ist oder so. The ties, but I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see, but never. Keine Ahnung, was ist denn da jetzt herbaut? Das schaut ja urhässlich aus. Und so ein schöner Sportplatz und so, und jetzt ist alles weg. Ja, die Leine geht halt nicht an der Länge. Und wir gehen da eben bei dem Weg, da bin ich früher oft mal auf Training gewesen und so. Weil da war so Sportplatz und Zeug, und jetzt ist irgendwie alles weg. Keine Ahnung, schaut so komisch aus. Ich habe vorher vergessen, auch die Uhrzeit zu sagen. Es ist jetzt 8.56 Uhr. Ich bin noch vom Fressner. Ja. Und es ist eben gleich mal 9 und es ist noch niemand da. Und es ist ziemlich dunkel. Also, ja, aber jetzt können wir. Jetzt ist es 11.11 Uhr und wir sind jetzt da. Ihr seht ja meine Hobby-Ausschau. Ja, wir waren wirklich lang weg. Ich will mal ein bisschen sagen, was ich euch, euch ein bisschen sagen, was ich ihr Kraft habe oder überhaupt Kraft habe. Und zwar habe ich einmal Kraft so eine Unterlage als Impedi, damit ich halt den mindestens den Wassernapf drauf hinstellen kann und wollte sie nicht ganz so groß, damit sie halt dann nicht neben meinen Boden oder auf meinem Boden sabbert und Wasser auslädt. Das war dann auch uncool. Dann habe ich noch Impedi Kraft, was ist ein bisschen groß. Zweimal dieselbe, einmal für Futter und Wasser. Da ich ja manchmal, also manchmal da, wenn ich sie jetzt ja immer jede Woche Montag und Dienstag kriege und in der Früh, wenn ich sie kriege, ist ja um 6:45 Uhr, wenn ich da jetzt zum Beispiel um die Zeit ausgehen will, ist meistens noch dunkler. Und dann habe ich halt, dann kann es halt leicht sein, weil sie ja so schwarzes Fell hat, dass man sie übersieht. Und deshalb habe ich dann in Bing so eine Leuchthalsbandkraft. Es ist jetzt schon 12.21 Uhr. In so Viertelstunde ungefähr gehe ich. Denn dann hole ich, ohne dass meine Schwester davon was war, hole ich sie mit dem Hund ab. Und danach, ja. Sie hat da schon was getrunken, habe jetzt da die Unterlage mit dem Wassernapf und auf der anderen Seite drüben da habe ich den Futternapf hingestellt. Holen jetzt meine Schwester von der Schule ab und ja, wir haben noch, keine Ahnung,
10 Minuten oder so Zeit. Wir sind da gleich oben, darum lass ich mal Zeit, darum lass ich sie viel schnüffeln, weil wir einfach Zeit haben. So, Futter. Warte. Sitz. Sitz. Warten. Warten. Und los. Sollte man unter das und dann trinkt sie. Und jetzt hat man gerade gesehen, gell? I got freedom. Lucky, lucky, lucky. So, mittlerweile ist es jetzt 15.52 Uhr, vor keine Ahnung wie viele Minuten, ist die Leonie abgeholt worden. Das ist schon bereits 10 Minuten, Viertelstunde oder so her. Ja, da ist die Besitzerin dann auch gleich gekommen und hat sie abgeholt und es war richtig, richtig fein. Ja. So, ich werde den heutigen... Ich hoffe, euch hat er gefallen und wir sehen uns beim morgigen Leonie-Vlog und bis dahin, ciao!